So, einen recht guten Morgen. Also heute sind wir ja fast mitten im Mai. Und bin also unterwegs heute nach Goxheim. Und zwar möchte ich den Film drehen, meine Biografie, Orte meines Lebens. Und da geht es darum, dass ich euch vorstelle in diesem Film, also Orte, in denen ich gelebt habe, in denen ich etwas erlebt habe, Negatives wie Positives. Und ja, die werde ich als Art Filmbiografie, Bildbiografie euch vorstellen. Und ich hoffe euch, dass der Film amüsant wird und dass er interessant wird und dass ihr euch ihn auch mal anschaut. Ja, politisch, was gibt es politisch zu sagen? Unsere zwei Nationalspieler. Also, ich weiß, da werden viele Fußballer jetzt wieder sagen oder Fußballfans sagen, na ja, warum soll man daneben gegriffen? Ne? Und haben sie mit dem anderen vom Bosporus da, den Dolboder vom Bosporus da abgelichtet. Und ich muss also sagen, ich kann das nicht verstehen, wenn einer einen deutschen Pass hat und dann hat er einen Präsidenten. Und wenn er meint, der türkische Präsident, der Erdogan, ist immer noch sein Präsident, dann soll er halt den deutschen Pass abgeben und soll zurück in die Türkei und soll für die türkische Nationalmannschaft spielen. Da ist er hier in Deutschland fehl am Platz. Vor allen Dingen, wie der eine sich auch noch weigert, die deutsche Nationalhymne zu singen, da muss ich mich echt fragen, ist der Mann überhaupt integriert? Und da muss man auch bei Fußballern also wirklich mal nachfragen. Ne? Man kann nicht einfach sagen, das spielt gut Fußball und das spielt alles andere keine Rolle. Sondern muss man einfach einmal, ja, muss man einfach mal dazu stehen, ne, zu Deutschland und sagen, ey, hallo. Ja? Ja, weil ich meine, es ist ja nicht irgendein Präsident, der Erdogan. Ne? Das ist ja echt ein Tyrann, ein Diktator. Das ist ja, also ich verstehe sowieso nicht, wie manche Türken hier in Deutschland aufwachsen und die Demokratie volle Rohr auskosten, ne? Und dann im Endeffekt dann den Erdogan nachlaufen. Ne? Also das verstehe ich in 100 Jahren nicht und werde ich auch nie verstehen, möchte ich auch nie verstehen. Und liebe Freunde aus der Türkei, ich muss es auch nicht verstehen. Und ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Na, aber wenn ihr einen deutschen Pass habt, ne, und sagt, ich will Deutscher sein oder Deutsche sein, ne, dann gebt euren Pass halt ab und geht halt wieder Richtung Türkei und geht heim zu euren Erdogan. Dann seid ihr gut aufgehoben. Aber einen Erdogan nach oben heben, ne, und dann in Deutschland in der Demokratie leben, das finde ich nicht in Ordnung. Ja? Also wenn schon, dann steht dazu, dann wenn er sagt, ich liebe Erdogan, Erdogan ist der größte Lebensfreund der Menschheit, dann gebt euren Ausweis ab und geht zurück in die Türkei und lebt gefälligst auch dort, wo dieser wunderbare Erdogan regiert. Also das ist mal das zu den Türken-Fuzis, also diesen, nicht zu allen, zu diesen beiden. Und ja, also macht mal alle, was ihr wollt, ihr könnt mir, geht mir sowieso alle am Arsch vorbei, aber macht, was ihr wollt. Aber ich finde es einfach nicht in Ordnung. Ja, was sagen wir zum Trump? Der Trump hat ja jetzt die Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegt. Es gab also jede Menge Tode bei Auseinandersetzungen in Israel. Nicht nur, weil er jetzt die Botschaft da verlegt hat. Dazu ist Amerika viel zu unwichtig. Aber es geht natürlich auch um viele andere Probleme, um die Gründung von Israel und so weiter, warum diese Proteste waren. Also nicht nur, weil die Botschaft verlegt worden ist nach Jerusalem, war auch ein Punkt. Aber er schürt natürlich mit diesen Verlegungen der Botschaft nach Jerusalem die Auseinandersetzung in Israel und in der Ost überhaupt noch an. Dieser Mensch, dieser Trump, der ist mir so suspekt, also ich kann dazu nichts mehr sagen. Und ich bin der Meinung, dass alle Menschen, die in seinem Namen sterben, weil er irgendeine Fehlentscheidung gemacht haben, dass diese Menschen zusammengetragen können und im Waisenhaus eben auf den Tisch gelegt, damit er sieht, wie viele Menschen, an wie viele Menschen er, an wie viele Tode er ja, die Verantwortung trägt und wie viele Toten. Und die können immer aufgelegt in sein Office reingelegt und können immer gezeigt, da Trump, wenn du die Entscheidung nicht getroffen hast, dann würden diese Menschen noch bei ihrer Familie leben, dann würden diese Menschen noch früh zum Bäcker gehen oder mit ihren Kindern spielen oder mit ihren Enkeln, egal was. Und du bist dann schuld,
weil du diese Entscheidung getroffen hast, dass diese Menschen jetzt nicht mehr leben. Und das, ja, die gehören zusammengetragen und da habe ich eben vor den Tisch gelegt. Oder einfach nur, wenn die leiden, die werden ja nicht so lange halten, wenn sie nur die Bilder hinstellen ins Oval Office. Also dieser Mensch, das ist wirklich also die Best der Menschheit zurzeit. Also mir fehlen manchmal die Worte. Ich bin so schockiert manchmal mit dir über den Vogel, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ne? Man kann mal so tief durchschnaufen. Heute wird ja auch das BAG verabschiedet. Die CSU in Bayern, die wird es natürlich mit aller Gewalt durchdrücken. Das Polizeiaufgabengesetz, das neue Polizeiaufgabengesetz. Und dann sind wir wieder ein Stück weiter in die Diktatur. Und ja, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und ja, ihr habt es so gewollt, ihr habt es ja gewählt. Ihr habt es ja so gewollt, ihr schreit ja alle nach Sicherheit. Und dann, wenn er unschuldig eingesperrt wird, dann sagt er, das haben wir doch nicht gewollt. Aber ja, es ist halt so, ne? Ach, da vorne wird die Bereitschaftspolizei ausgebildet. Dürfen sie wieder Kontrollen machen, Fahrzeugkontrollen machen. Naja, ich hab Glück gehabt, du. Ja, ist halt Girls Day oder was? Ne, Girls Day ist ja heute nicht, ne? Naja, auf jeden Fall. Ihr habt es gewollt, ihr habt sie gewählt, ihr müsst auch damit leben. Bloß das Schlimme ist, ich habe sie nicht gewählt und muss auch damit leben. Und das finde ich scheiße. Ne? Also dieses neue Polizeiaufgabengesetz ist meiner Ansicht nach eine ganz, ganz schlimme Rückentwicklung in die Jahre unserer Diktatur. Und wer das nicht sieht, der ist einfach dumm und blind. Entschuldigen, dass ich das so hart sage. Und ja, und das ist also das, was ich noch sagen wollte. Ich wünsche euch heute weiterhin einen wunderschönen Tag. Auch Grüße in die Staaten nach Amerika. Ich weiß, dass viele Leute aus Amerika mich auch anschauen. Und wenn ich über euren Trump immer schimpfe, ich weiß, in Amerika gibt es viele Leute, die auch den Trump gewählt haben und es vielleicht manchmal anders sehen, wie wir hier in Europa. Und weil ihr auch andere Probleme habt, wie wir hier in Europa. Aber ja, es muss uns auch gestattet sein, mal die Sichtweise von uns Europäern mal darzulegen. Also gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ich mich nicht so tot gekotzt habe, dann werdet ihr demnächst noch was von mir hören. Aber jetzt bin ich erstmal nach Guxheim unterwegs und werde ich nochmal den Film drehen, Orte meines Lebens.